ein großes Maul, bin weder Doktor noch Professor, aber ich bin... Endlich mal wieder gute Nachrichten, wo Schnäppchen draufsteht, ist auch meistens Schnäppchen drin. Blöd nur für die ganzen Discounter Lidl, Aldi und Co., die gehen leider dabei kaputt, aber wir haben jetzt mal die Redaktion von Weltkompakt gefragt, was denn ihr größtes Schnäppchen gewesen ist. Das größte Schnäppchen, was ich je gemacht habe, war ein Kind zu bekommen, weil man ist unheimlich viel zu Hause, man kann nicht mehr ausgehen, man kann nicht mehr essen gehen, man kann nicht mehr Party machen. Dabei spart man sich wahnsinnig viel Geld. Das ist mir in den ersten Monaten besonders stark aufgefallen. Ein super Schnäppchen gemacht, als ich eine Hummelfigur von meiner Großtante verkauft habe. Also meine Mutter und ich wollten die eigentlich erst wegschmeißen. Aber das Ding war so hässlich, dass ich mir gedacht habe, das muss irgendwas wert sein. Habe es dann mal bei eBay reingestellt und ich glaube, es waren 35 Euro, die ich dafür gekriegt habe. Nicht schlecht. Geld, 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 Geld. Bei mir ist es immer so, ich kaufe was und wenn ich dann eine Woche später in das Geschäft gehe, dann ist es runtergesetzt. Ich ärgere mich also immer nur. Darf ich kurz erklären? Der Film kommt hier hinein, dann den Selbstauslöser drücken und zwei Schritte zurückgehen. Jetzt mal schön lächeln. Was soll ich tun? Was soll ich machen? Ich glaube, mein größtes Schnäppchen ist bei genauer Betrachtung noch nie passiert, weil ich immer das Gefühl habe, dass andere, die mir dann von ihren Schnäppchen erzählen, einen super Deal gemacht haben. Bestimmt werd ich gefasst. Die Schnäppchen machen euch nicht glücklich. Geht lieber raus, geht auf eine Wiese, legt euch dorthin, schaut in den Himmel. Ganz wunderbar. Völlig umsonst.